Und die Gegenseite jetzt, die fürs Optieren für Deutschland propagiert hat, wie haben die das gemacht? Haben die Flugzettel verteilt oder sind die zu den Ja, Leuten? Flugzettel weiß ich nicht, aber halt, das war schon so radikal, nicht? In so haben sie die Walschen gehasen, schon der Steiner auf die Fenster geschmissen und das kriegst. Wir sind sie in Madeln gewesen, in Deutschen werden sie es kein kriegen, zu heiraten, es gehen sie alle nach Sizilien und da die Walschen verknommen sind, es geheißen nicht. Wie haben Sie sich so gefühlt als junges Mädchen, wenn Sie Oh, sowas wir haben für gelernt daheim haben? eine starke Stütze gehabt. Mein Vater war Persönlichkeit, die Mutter war Persönlichkeit. Meine Schwester war Katakombenlehrerin. Wir waren keine Gehässigen, aber wir waren selbstbewusst genug. Und im Dorf wurden auch viele, die gesagt haben, weil meine Schwester war auch ein bisschen so Jugendführerin, sie glaubt halt eher meiner Schwester, als obwohl sie optiert haben gehabt. Ein bisschen, so man dachte, ein bisschen, so man ganz unterkriegt hat man ins nicht, so man so, weil ich auch in der Schule auch gut war, so man, ein gewisser Respekt war schon da.